vielleicht einen Einblick zu bekommen, wie so eine Jagdreise nach Kasachstan aussieht, kann ich ja vielleicht mal den Reiseablauf kurz erklären. Und zwar der erste Tag beginnt ja mit dem Flug von Frankfurt nach Almaty. Und weil wir hier in Kasachstan 4 Stunden weiter sind, ist dann die Landung in Almaty meistens ganz früh am Morgen. Also so 1, 2 oder auch 3 Uhr. Dann werden die Waffen eingeführt und dann beginnt auch der Transfer schon ins Hauptcamp. Das Hauptcamp könnt ihr hier hinter mir sehen. Da gibt es also dann auch feste Betten, gutes Essen, eine Sauna. Also hier kann man sich ja dann nochmal einen Tag erholen. Gegen Mittag, Nachmittag ist man dann hier im Hauptcamp, so nennen wir das. Und dann gibt es erstmal was Leckeres zu essen. Und es beginnt dann am nächsten Morgen der Transfer mit dem Geländewagen nochmal hoch in die Berge. Und da ist dann das Zwischencamp. Und im Zwischencamp trifft dann jeder Jäger seinen Berufsjäger und Helfer. Also jeder Jäger bekommt einen Berufsjäger und einen Helfer zugeteilt mit jeweils den Pferden. Und das ist dann schon der dritte Tag. Und dann geht es wirklich vom Zwischencamp mit den Pferden raus in die Berge. Und in den Bergen selbst oder auf Jagd selbst jagen wir dann von Zelten aus. Das heißt, die Berufsjäger bauen dann ein Zelt auf und von dort aus, von dem Zelt, wird dann gejagt. Und quasi dann ab dem vierten Tag morgens ist der erste komplette Jagdtag, wo es morgens schon auf Jagd geht und der ganze Tag gejagt wird. Oh. Und dann die nächsten Tage wird quasi gejagt, bis man den Steinbock oder den Maral oder seine gewünschte Jagd dann auch erfüllt hat. Und dann beginnt der ganze Transfer wieder zurück. Und es ist ja wirklich eine schöne Reise, eine wirklich echte Wildnisjagd, eine ehrliche Jagd. Und ja, vielleicht können wir hier ein paar Eindrücke übermitteln. Also, reit man Zeit. So sieht in meinem Zelt aus. Bettchen, die Matratze hier, Kopfkissen und vor allem die Unebenheiten, die sind ja ausgeglichen. Man schläft wirklich sehr, sehr bequem. Und das ist die Umgebung. Hier werden wir jetzt jagen für die nächsten Tage.